Hallo Kinder, ich hoffe, es geht euch allen gut. Mir geht's auch gut. Ich chille gerade hier ein bisschen auf dem Balkon und genieße die Sonne. Und habe mir mal heute drei Challenges ausgesucht, die ihr zu Hause machen könnt, weil bloß weil ihr zu Hause seid, heißt es nicht, dass ihr euch nicht bewegen könnt. Viel Spaß! Kommen wir nun zu der allerersten Übung, quasi Level 1. Das ist noch die einfachste Übung und dafür braucht ihr Klopapierrollen. So. Ihr stapelt die Klopapierrollen zu einem Turm auf und für je mehr Klopapierrollen man benutzt, beziehungsweise je höher der Turm ist, desto schwieriger ist es. Wir stellen uns nun in die Liegestützposition. Achtet darauf, dass der Rücken gerade bleibt. Und versucht dann mit einer Hand immer eine Klopapierrolle zu nehmen und zu einem anderen Turm aufzubauen. Könnt ihr es natürlich mit der anderen Seite wieder verwenden, sodass es ausgeglichen ist mit der anderen Hand. Schreibt dann immer in die Kommentare, wie viele Klopapierrollen ihr verwendet habt und ob ihr es geschafft habt. So. Level 2. Bei Level 2 braucht ihr wieder eine Klopapierrolle und diese Übung habe ich ganz oft bei Fußballern gesehen. Ihr versucht, die Klopapierrolle so oft wie möglich hochzukicken. Ich warne euch schon mal vorher, ich bin nicht gut darin, aber ich habe es versucht. Zwei Stunden später. Ich geb's auf. Also, ich habe zweimal geschafft. Ihr könnt ja mal in den Kommentaren schreiben, ob ihr es öfter geschafft habt. Kommen wir nun zur letzten Übung, zur allerletzten Challenge Level 3. Das ist die schwierigste Übung meiner Meinung nach. Und dafür braucht ihr wieder eine Rolle Klopapier. Wir legen die Rolle auf unser Fuß. Wir strecken den Fuß zu einem Zeitkick aus, hoch und kicken.